Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute ist wieder WeWatch-Time. Und wir haben von letzter Woche und dieser Woche jeweils die WeWatch aufgespart und können heute dann Gas geben. Und ich hoffe, dass wir das eine oder andere Geile ziehen. Vorher hoffe ich, dass ihr alle schöne Weihnachten gehabt habt, schön mit der Familie verbracht habt und natürlich auch gut beschenkt worden seid. Aber das Wichtigste, was ich immer sage, ist natürlich die Gesundheit und ich hoffe, das passt bei euch. Ja, wir werden aber nicht alle 20 Packs öffnen, die wir haben, sondern wir machen nur die Team of the Week Packs auf, plus natürlich die roten Picks, weil den Rest heben wir uns natürlich für das Team of the Year Anfang Jänner auf. Ja, ich hoffe, ihr habt es gut gezogen. Wir ziehen erst am Freitag, weil ich gestern meine Neffen bei mir gehabt habe und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit diesem Video. So, das ist das aktuelle Team der Woche und da sind natürlich einige geile Kracher dabei. Der Kracher schlechthin ist natürlich Neymar und den würden wir gerne in Rot ziehen oder normal. Aber ja, das Ganze ist kein Wunschkonzert, ihr wisst Bescheid, es ist Lotto und bei Lotto kann man gewinnen oder verlieren. Sonst noch natürlich von den Coins interessant ist Timo Werner, Suarez und Alan. Alle anderen wären für die Mülltonne bestimmt, aber ja. Ich hoffe, ihr habt was Gutes gezogen. Wir ziehen jetzt und schauen uns gemeinsam die Packs an. So, wir holen uns mal die Werbespielohnungen. Da haben wir leider nicht viel gespielt wegen Weihnachten. Man muss auch sicher mal die Zeit gönnen, auch mal abschalten zu können. Sonst wird es natürlich schwierig. Diese Packs nehmen wir aber mit für Stotti, wie ich gesagt habe. Aber wir holen uns unsere Elite 2 Rewards, wo wir natürlich dann das eine Team der Woche Pack haben. Und natürlich die drei roten Picks. So, wir beginnen einfach, würde ich sagen, von links nach rechts und vergessen auf die goldene Mitte und sagen, let's go! Pizzi Pizzi oder den französischen Tormann? Nehmen wir, keine Ahnung, beides komische Liga, Franzosen kann man immer besser linken. Weiter geht's, jetzt kommt die goldene Mitte von den vorigen Rewards. Da war ja Salah drin, das ist ganz weit weg von Salah. Paris, wir nehmen den ZM aus der spanischen Liga. Und jetzt, let's go, vielleicht hier, Mohamed. Sancho nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist als 86er ein guter Super-Sub, aber wir brauchen den nicht. So, weiter geht's mit dem jetzigen Team der Woche. Und da ist einiges drin. Und der Ilicic, den haben wir schon die letzten paar Jahre immer gezogen. So, weiter geht's. Goldene Mitte, let's go. Die roten Picks waren immer gut, letztes Mal. Hier nehmen wir Rui Patricio. Und jetzt, let's go. Ist Neymar dabei oder ist Neymar nicht dabei? Kuss auf das Xal. Boah, Jungs. Okay, das ist einmal definitiv außer Sancho und Ilic keine guten roten Picks. Aber okay, schauen wir mal, wir haben ja jetzt, wie gesagt, zwei Team of the Week Packs und die werden wir uns jetzt einfach gönnen. Gönnen, gönnen, gönnen. Also, wir beginnen diesmal von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Let's go, komm gleich mit einem Walkout. Schenk uns Liebe, gönn uns was. Weihnachten war, also gönnt uns was, ihr. Wir haben einen Walkout. Brasilien! Oh, Alan, es ging schon Richtung Neymar, ein schöner 86er, okay, wir haben gesagt, der ist über 100k wert, den nehmen wir auf jeden Fall mit, hat richtig stabile Werte, den auf Hunter zu spielen, auf der 6, würde schmecken, aber wir haben ja Hulit und Firmino, aber egal, ist schon mal ein guter Pick, sag ich jetzt einmal, aber ein Pack haben wir noch. Ein Pack haben wir noch. Die anderen Packs, wie gesagt, auf Team of the Year warten. So, let's go. Nochmal ein Kuss auf das X. Come on, yeah, come on. Nochmal ein Walkout, wäre gut. Und es ist er. Deutschland. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geiler Spieler, aber in FIFA
nicht wirklich was wert, macht gleich so. Jo, okay. Was, machst du auch noch so oder was ist los da? Er freut sich, als hätte er gerade die Champions League gewonnen. Bleib ruhig, Bayern muss da kämpfen, dass sie überhaupt Meister werden oder überhaupt Titel holen. Also, Ruhe bewahren, meine Damen und Herren, der feiert sich, als hätte er... So, was kann dahinter sein noch? Oder was ist denn da? Haaland, zweimal, okay. Da muss ich sagen, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber okay, dafür waren die roten Picks leider nicht so doll. Aber ja, das Ganze ist, wie gesagt, kein Wunschkonzert und wir nehmen das mit, was uns einfach bleibt. So, das sind die Spieler, die wir verkaufen können, also Barcoins machen wir auf jeden Fall. Wir müssen aber noch ein bisschen warten und sparen, bis wir das Team verbessern können. Das ist aktuell mein Team und der nächste Step wird sein, Cruyff zu verkaufen, 90er Hulit rein und dann Mbappé am Flügel mit Neymar. Und dann haben wir auf jeden Fall mit Messi, Mbappé, Eusebio, Neymar. Geile Offensive und dann nochmal bessere Sechser, weil trotzdem noch der Upgrade auf den 90er Hulit nochmal tausendmal besser ist wie der 86er, obwohl ich den 86er schon tierisch feier. Ja, das ist mein aktuelles Team. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt zum Verbessern, dann schreibt es natürlich in die Kommentare. Schreibt es mir aber viel wichtiger in die Kommentare, was ihr gezogen habt, weil das interessiert mich natürlich am meisten. Unsere Rewards im roten Segment waren okay mit Sancho, aber leider nicht zu gebrauchen. Sonst zweimal Alan ist okay, sind über 200k und der Rest wird auch noch ein bisschen was wert sein, dass wir so auf 300, 400k werden. Aber ja, mit Neymar und Co. wären wir natürlich glücklicher, aber es ist Lotto und wir können nicht alles beeinflussen. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Ich werde heute, ich weiß nicht wann das Video kommt, auf jeden Fall die 30 Spiele auf Twitch live streamen. Wenn es sich natürlich ausgeht, dann schaut in die Beschreibung, dass ihr das auf jeden Fall nicht verpasst, meinen Livestream. Sonst bitte ich euch an den anderen Social Media Kanälen auch ein Follow und ein Abo dazulassen. Auf jeden Fall natürlich bei YouTube nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr in Zukunft gar nichts mehr. Für mich geht es jetzt die nächsten zwei Tage in die Therme, um nochmal abzuschalten. Und ab Montag bin ich dann wieder für euch da, aber dann ist eh schon Silvester. Also, YouTube-Videos und Content wird kommen. Twitch-Livestream nur noch heute, der letzte im Jahr 2019. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich bin für heute raus, wünsche euch ein schönes Wochenende, alles Liebe, alles Gute, euer Marviska, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.